Hallihallöchen, herzlich willkommen zum Dienstag, meine lieben Nosy Rosies. Ja, was ist das Thema? Cassandra hat schon angekündigt oder angekündigt oder sogar schon drüber gesprochen. Kann man befreundet sein mit der Ex? Meiner Meinung nach, also ich habe dazu irgendwie gar keine Meinung. Doch, ich hab eine Meinung dazu. Ich denke, ja, das geht. Nur leider bin ich das schlechteste Beispiel dafür, weil erstens mal habe ich nur eine einzige Ex und sonst sind es Exen, also männliche, also nicht Dinosaurier, sondern Männer, ne? Also, versteht ihr? Ja. Und beim ersten Mal, wo jemand mit mir Schluss gemacht hat, also er hat mit mir Schluss gemacht, da war ich so schlimm gewesen anscheinend, dass er gleich ins Ausland abgehauen ist. Also er war eben Inder gewesen und ja, und das wäre nicht gut gegangen, weil da war so viel zwischen uns, was sich aufgestaut hat und was ungeklärt war und das, also eine Freundschaft hätte aber vielleicht erst nach ein paar Jahren entstehen können. Also ich meine, wir sind jetzt immer noch in Kontakt und schreiben uns immer zu Weihnachten und so, aber sonst, jetzt würde das vielleicht gehen. Aber ich meine, es ist jetzt auch schon eine ziemlich lange Zeit her. Ich glaube schon 10 Jahre. Uhu, ja. Ja, und dann kam dann einer, den mochte ich dann mit der Zeit nicht mehr so, weil ich habe einfach gemerkt, dass wir irgendwie so vom Charakter her nicht so zusammenpassen. Er war da jedoch anderer Meinung und hat dann wirklich probiert, die ganze Zeit mich umzustimmen und ich war dann vielleicht auch ein bisschen blöd, weil ich war da eben zu vorsichtig, dem zu sagen, genau warum und deswegen, was mich eben halt gestört hat, weil ich gedacht habe, ja, das ist dann auch nur verletzen. Und ja, deswegen haben wir das dann, also haben wir trotzdem eine Freundschaft gehabt, aber es war irgendwie immer eine komische Freundschaft, weil ich habe immer mich so gefühlt, als würde ich ihn eigentlich praktisch ausnutzen, weil ich habe da schon gemerkt, dass der sich immer noch so Hoffnung macht. Und wenn ich dann irgendwie mal ein bisschen netter war, also ich meine jetzt nett, einfach sagen, ah, oh, das hast du ja gut gemacht oder ich weiß auch nicht, irgend sowas, dann ist das dann wieder aufgeflammt bei ihm und so. Und dann habe ich dann mal wirklich den Schlussstrich gezogen und der verurteilt mich immer jetzt noch deswegen, aber ja, was wir immer machen, ist eben halt manchmal so und man tut manchmal vielleicht welchen mehr einen Gefallen, wenn man sagt, nein, kein Kontakt mehr, als wenn man sie dann irgendwie so hinhält, auch wenn sie selber sagen, so nein, nein, sie sind ja selber für ihre Situation verantwortlich, es belastet einen ja dann auch selber. So, nur zu der Ex in weiblicher Form. Ich habe erst eine und das Lustige oder das Schöne ist, dass ich mit der Ex wieder zusammen bin. Wir sind auseinandergegangen, weil also am Schluss hatten wir wirklich ziemlich einen Streit. Das hatte eben unterschiedliche Gründe. Sie konnte irgendwie nicht so damit umgehen, dass ich halt in einer anderen Atmosphäre aufgewachsen bin als sie. Und ja, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Nein, einfach, ja, also ich bin in der Schweiz aufgewachsen und sie ist hier in Berlin aufgewachsen. Und naja, sie hatte, glaube ich, eher irgendwie so eine Idee im Kopf, dass ich irgendwie als ja, irgendwie, dass ich einfach anders bin und dass die, ja, wie soll man sagen, die gesellschaftlichen Unterschiede zu groß waren, dass wir zusammenpassen. Und ich war der Meinung, das kann man ja wohl wirklich, das stimmt doch gar nicht. Also ich verurteile überhaupt nichts, aber sie hatte da mit einem Problem irgendwie klarzukommen. Aber das war auch nicht das Einzige, es waren so viele Sachen gewesen. Und ja, jetzt nach und nach haben wir diese Sachen irgendwie bereinigt. Oder sagen wir mal so, man muss nicht immer alles verstehen.
Man muss einfach akzeptieren können, weil jeder ist anders und jeder hat manchmal andere Vorstellungen und man muss gucken, kann ich das akzeptieren oder kann ich es nicht akzeptieren? Und wenn ich es nicht akzeptieren kann, dann geht es nicht. So, ja, das war das eigentlich. Kann man mit der Ex befreundet sein, mit dem Ex? Ich glaube, wenn ein gewisser Abstand, wenn eine gewisse Zeit dazwischen ist, geht das. Aber irgendwie, man muss, glaube ich, erstmal eine Pause machen, ziemlich lange. Vielleicht ein Jahr oder so. Oder so, oder bis beide wieder mit jemand anderem zusammen sind oder so. Und dann kann das klappen. Da bin ich mir ganz sicher. Auch wenn es bei mir selber zumindest nicht so wirklich geklappt hat. Aber jo, macht's besser. Und ja, hat mich wieder mal gefreut. Bis dann. Und ach so, ja. Ja, mich würde auch mal interessieren, wie ist das denn bei euch? Also, habt ihr denn Freundschaften mit eurer Ex? Oder denkt ihr, das ist möglich? Oder denkt ihr, das ist überhaupt nicht möglich? Schreibt mir mal, würde mich mal interessieren. Okay, also macht's gut und bis nächsten Dienstag. Das themenfrei, huch. Und dann kommt nämlich endlich mal eigentlich meine Weihnachtsaktion zum neuen Jahr. Ja, ist ein bisschen verspätet, aber du, ist doch schön, das ganze Jahr durch Weihnachten, ne? Okay, macht es gut und tschüss!